Komme ich hier nicht hoch? Wäre aber ganz schön blöd. Wie komme ich denn hier hoch? Ja, man muss auf jeden Fall zuversichtlich sein, ne? Nicht direkt. Ich habe leider schon hier im Internet geguckt, ob ich mir vielleicht schon ein bisschen Vorwissen aneignen kann in dem Bereich. Weil wenn man die ganze Zeit was Mechanisches gemacht hat und so, wäre es halt gut, sich schon mal umzuschauen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im BWR im Berufsprojekt 2 stand, ist es halt nicht Voraussetzung, dass man dann im Studium auch da so locker easy durchläuft, weil das ist ja schon mal was anderes, wenn man wirklich BWL im Vordergrund hat, anstatt von Maschinenbau. Deswegen habe ich geguckt, ob ich mir vorweg irgendwie ein bisschen Wissen ereignen könnte, aber ich habe leider nirgendwo was gefunden. Vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Seiten abgesucht, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Da stand dann nur immer, oh Gott, hilf mir, ich habe die ersten 2 Prüfungen vergurkt, was mache ich jetzt nur? Und alles. Und da dachte ich mir auch, ja, ich suche Lernmaterial und nicht irgendwie, ja, wie falle ich am schnellsten durch meine Prüfung oder so, ne? So hart sei das halt. Mein Ziel ist halt schon, top vorbereitet zu sein für den Anfang des Studiums. So, weißt du, damit ich da so schnell wie möglich und so gut wie möglich durchkomme, wenn es geht, ohne ein Semester zu verlängern zu müssen. Aber wie gesagt, ich habe da leider nichts gefunden. Ich guck mal, heute Abend gucke ich noch mal. Aber ja, muss man mal schauen. Ich hoffe, dass ich noch was finden werde. Ja, ich dachte, es gibt irgendwie so ein bisschen was Allgemeines. Nee, dich. So, weil ich denke mal, die Semester und so, die laufen halt ziemlich gleich ab, zumindest das erste Mal, und so ein bisschen vertraut wird mit dem Thema. Und ich wollte mal schon ein bisschen Grundwissen aneignen und, ich muss näher ran. Ja, ist ja gut. Um halt nicht wie der letzte Vollnoob dann da zu sitzen, ne? Weil an der Uni, an der FH hat mir das schon gut gefallen, dass ich einmal richtig den Boss-Modus aktiviert habe und dem da erzählt habe, wie der Kerbschlag-Biege-Versuch einfach funktioniert. So einfach so aus dem Stegreif raus. Da hat der schon nicht schlecht geguckt, der Professor. Und genau sowas will ich da auch wieder beim Studium machen. Das fand ich nämlich... Weite Welt. Das finde ich nämlich ziemlich cool, wenn so die Leute denken, boah, der Junge hat's drauf. Ja, das würde ich dann gerne vorziehen und die Leute halt nicht so in dem Glauben lassen, okay, der hat das jetzt in ganzer Ecke nicht gemacht. Oh Gott, das habe ich nicht gelesen. Oh, viel zu schnell durchgeklickt. Schon von Anfang an Vollgas geben. Ne? Wir haben ein Cape. Auf jeden Fall. Direkt zeigen, wo die Bockwurst knackt. Ja, ich habe ein Cape, ich weiß. Die Göttin segne euch. Ihr seid zurückgekehrt. Es ist gut, dass ihr hier seid. Es scheint, ihr habt die Quelle der Verderbnis erfolgreich bekämpft, die große Teile der Laubschattentals bedroht hat. Teldrassil leidet noch immer und bedarf weiterhin unserer Aufmerksamkeit, aber wir können einen Augenblick dafür aufwenden, eure Ausbildung hier im Laubschattental abzuschließen. Ich muss auch sagen, vorher, also damals, ganz früher, als World of Warcraft rauskam, musste man das hier alles lesen. Also ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock ein bisschen auf die Story habe und so. Und dann... Ja gut, dann musste man hier auf der Map den Ort grob suchen. Da gab es sowas wie ein Fragezeichen und so noch gar nicht, laut meines Wissens. Da musste man den Ort wirklich suchen. Da muss man ganz genau in der Quest lesen. Das fand ich auch nicht schlecht. Mit euch. Als Teil des Abschlussrituals eurer Ausbildung hier im Laubschattental werdet ihr etwas über unsere jüngere Geschichte erfahren. Dafür müsst ihr eine Aufgabe erfüllen. Geht zum Mondbrunnen im Nordosten und füllt eine Fiole mit seinem Wasser. Während ihr dort seid, werdet ihr einen flüchtigen Augenblick unserer Magie zu Gesicht bekommen und etwas über unsere Vergangenheit erfahren. Wenn ihr dort fertig seid, bringt das Wasser zu mir zurück und ich werde euch weitere Anweisungen geben. Ein Silber! Wir bekommen unser erstes Silber und 450 Erfahrungspunkte. Mögen euch die Sterne leiten. Ha! Geil.
Ich hätte gerne mein Reittier. Und ich laufe in die falsche Richtung. Ich möchte doch nur reiten. Dungeon Browser, Gilden Browser. Abenteuerführer. Kleinen Gürtelbeutel. Habe ich jetzt beides? Tatsache, ich habe jetzt beides. Finde ich aber cool, dass sie schon von Haus aus die hier rechts platzieren, wo es keinen stört. Ich weiß noch, ein Free-to-Play-MMORPG hatte ich mal gespielt. Da haben die die, da hatte ich irgendwann 20er Taschen gehabt und die hat er dann einfach wild im Bildschirm verstreut und die musste ich jedes Mal neu sortieren. Das war ganz schön ätzend gewesen. So. Vieles hat sich hier folgt. Also ich plansch mal da drin. Gefüllte Kristallfiole. Linksklick um diesen Gegenstand und auch ein Questziel. Haben wir gemacht. Haben wir leider nicht gesehen, weil es der Typ mit seiner komischen Schrift da vor uns rumgeeiert ist. Aber was willst du machen? Bereit zur Abgabe. Teldrassil, Krone von Azeroth. Champions of Norad. Der Titel sagt mir nichts, aber ich denke, dass ich das Spiel bestimmt schon mal gesehen habe irgendwann. Was führt euch hierher? Gefüllte Kristallfiole. Ah, okay. Schaue ich mir mal ein Video zu an. Moment, muss ich mir kurz aufschreiben. Off. Alright. So. Ist notiert. Ah, okay. Ja. Ja, wie gesagt, gucke ich mir mal an. Oh, auf der PS2 sogar noch. Das waren noch Zeiten. Du, damals waren die Wiesen noch grün und die Bäume haben Blätter getragen. Mann, Mann, Mann. Tenaron, Sturmgewalt, überwacht alles, was in diesem Tal geschieht. Er hat seinen Wohnsitz auf der Spitze Aldrasils. Falls ihr nach Süden blickt, werdet ihr den unteren Teil der Rampe sehen, die zu ihm... Ah, da waren wir gerade schon fälschlicherweise. Hinaufführt. Steigt diese Rampe hinauf und vollendet eure Ausbildung. Es war wundervoll, euch kennengelernt zu haben. Das Chamäleon, ja, stellt euch einfach in Ender. Ich hätte einfach nur Chamäleon schreiben müssen. Ich bin sehr stolz zu wissen, dass unter den jungen Nachtelfen auch solche sind, die so selbstlos und voller Leben sind wie ihr. Ihr werdet große Taten für unser Volk vollbringen. Ihr werdet große Dinge in dieser Welt tun. Mögen wir uns bald wiedersehen. Bringt sie gefüllte Kristallfiole. Die Göttin schütze euch. Die Göttin schütze uns und unsere Rampe ist da. Richtung Süden. Auf geht's. Wir brauchen mehr Zigurats. Ich habe auch damals auf WoW gespielt, hier dieses Tower Defense mit Robin. Das hat auch Spaß gemacht, gegeneinander, miteinander. Das war sehr cool. Aber ich hätte mal wieder Bock auf ein MMORPG und ich habe auch wirklich Bock mit WoW anzufangen. Aber mittlerweile hat man so ein Alter erreicht, da muss man auch mit seinen Finanzen anders gucken als nur auf Spiele, ja. Früher ging das immer noch schön so, alles was man bekommen hat, ja hier, ich hab mal Bock das zu zocken, ich hab mal Bock das zu zocken. Aber jetzt mittlerweile, jetzt, ihr habt ja gesehen, ne, Motorrad kostet Geld, dann später ist ja nicht getan, wenn du ein Motorrad hast, du musst ja noch Tank bezahlen, Wartung bezahlen. Stell dir vor, du willst einen anderen Auspuff haben, das musst du auch noch alles bezahlen. Oder irgendwie du legst dich damit lang und musst dann wieder Reparatur bezahlen und so. Da kann man nicht mal mir nichts, dir nichts, auch wenn es so 15 Euro kostet, ja. 15 Euro sind 15 Euro. Ja, und wenn ich jetzt so überlege, dass ich für die Prüfung allein noch, um daran teilzunehmen, nochmal 150 bezahlen muss, sind
die 15 Euro dann doch schon ganz schön viel. Ja. Trotz eurer lieben Unterstützung, ne? Wie gesagt, rechne ich euch trotzdem hoch an, ja? Ich ziehe ja auch immer wieder, ich kann jetzt mein Headset ziehen, anstatt meinen imaginären Hut, das ist vielleicht cooler. Ja? Ich kann auch meinen Hut ziehen, ja? Hier einmal so meine Weihnachtsmütze. Ja. Ich bin ganz Ohr. Und dann warst du noch im Urlaub. Oh, das sind wieder alles Kosten. Aber du verdienst ja wenigstens Geld. Ja, das ist schon mal wenigstens etwas. Bei mir beim Nebenjob sind sie ja natürlich wieder alle überfüllt. Ja. Aber ich werde den so lange auf den Sack gehen, bis ich da wieder die Stille habe. Wertvolle Wasser. Die Mondbrunnen enthalten das Wasser des Brunnens der Ewigkeit, der uralten Quelle oder der Magie, die so viele Schrecken über unsere Welt gebracht hat. Die Druiden nutzen die Eigenschaften des Wassers, die Schildwachen verehren. Was? Die Schildwachen verehren die Brunnen als Schreine der Eluen, ich wollte schon Eulen sagen. Und jetzt richten sogar die zurückgekehrten Hochgeborenen sehnsüchtige Blicke auf die Brunnen. Gefüllte Kristallfiole. So, habe ich gemacht. Wertvoll. Was kriege ich denn da? Weiter. Wir bekommen ein Schild. Jawohl. Voll geil. Ihr habt also den ersten Teil der Nachwirkung von der Schlacht in Hial erfahren. Es gibt noch viel mehr für euch zu erfahren und die Aufgabe, die ihr begonnen habt, wird sich für den Rest eurer Reise durch Teldrassil bis nach Darnassus fortsetzen. Okay, Quest beenden. Ja. Aber, ne, da wir ja schon ein bisschen erfahrenere Leute sind, ja, wissen wir natürlich auch mit unserem Geld zu haushalten und werden das halt nicht für jeden Gedankenfurz, der uns kurz in den Sinn kommt, ausgeben. Genauso wie auf der E3, ja, habe ich Assassin's Creed Odyssey gesehen. Fand ich mega geil, ja, Kostenpunkt 60 Euro. Dachte ich mir auch, Alter, pass auf, ja, du hast jetzt... Rechne dir bitte deine Option ab, ja, du willst dir eine neue CPU holen für Battlefield. Und dann willst du dir noch Anfang nächsten Jahres, Skull and Bones holen, was jetzt nicht so teuer wird, hoffe ich mal. 45 Euro hoffe ich jetzt einfach mal so grob geschätzt. Und dann sparst du noch auf dein Motorrad, ja. Also wird für dieses Jahr das letzte, was du dir kaufst, sein die CPU. Ja, da habe ich auch schon Geburtstag und alles mit eingerechnet und so. Sodass man dann ab da dann anfangen kann zu sparen. Ja, dann wird man halt mit Odyssey warten müssen, aber ist ja auch egal. Ja, man soll das ja nicht spielen, um Klicks zu bekommen und alles, sondern einfach Spaß hat und dann vernünftig rüberbringen kann und so. Ne, das soll immer noch das Hauptaugenmerk auf diesem Twitch-Kanal bleiben. Ja, das stimmt. Man muss sich da tagtäglich Gedanken drüber machen. Teldrassil gibt das Wissen weiter. Es gibt noch mehr, was ich euch über die Mondbrunnen erzählen könnte und über Teldrassil, aber ich muss euch nun fortschicken. Was? Ich habe hier so viel getan. Ich habe sogar dem einen da seine Medizin zusammengemixt. Und jetzt schickst du mich weg? Fortschicken da. Koritras Mondzorn wird euch erwarten. Ist das wirklich der Nachname oder ist das ein Gott und der Mondzorn wird uns erwarten? Das kann ich manchmal nicht so ganz abschätzen. Ich habe die Fiole mit dem Wasser, das ihr gebracht habt, in dieses Gefäß gefüllt. Sucht nach Koritras... Ihr findet ihn am Mondbrunnen in Dulana. Folgt der Straße südlich von Al-Rasil aus dem Laubschattental hinaus und geht weiter entlang der Pflastersteine, wenn sich die Straße nach Westen wendet. Achtet aber darauf, auf der Straße zu bleiben, das Chamäleon. In den Wäldern lauern neuerdings gefährliche Ungeheuer. Oha. Questziele bringt das teilweise gefüllte Gefäß zu Koritras Mondzorn in Dulana. Ganz ehrlich. Geht in Frieden. Die hatten noch irgendwann hatten die doch keine Ahnung mehr, wie die Sachen nennen mussten. Ey, da dachten so, komm, wir benutzen jetzt einfach irgendwas und hoffen, dass die Leute es aussprechen können. Wir werden jetzt einmal das ausrüsten und das ausrüsten. Jetzt haben wir Schwert und Schild. Und
Da haben wir jetzt auch unsere Fähigkeit. Warte. Moment. Jetzt kann das doch raus, ne? Kriege ich das hier weg? Runenstein, eure Tasche, eure Heimatort zurück zu teleportieren. Ah, damit können wir uns zurück teleportieren. Benutzt, bringt euch zurück nach. Ah, den können wir also immer benutzen, aber 30 Minuten Abklingzeit. Würde dich gerne entfernen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das war schon mal richtig gut. Trotzdem, weil... Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Stufe 115 Elite, okay. Ich würde gerne auf mein... Wow, wir fliegen. Ich würde gerne auf meinem Reittier reiten und jetzt fahren wir durch die Gegend. Warum fallen wir so langsam? Naja. Ich will auf meinem Reittier reiten, verdammt. Ja. Ja, und anscheinend hat sich leider jetzt für die kommenden Wochen ein bisschen erledigt, weil Robin auf Fortbildung ist. Der hat leider nicht so viel Zeit. Deswegen gönn dir die Folge. Ich hoffe mal, sie ist zu deinem Vergnügen und dir wird sie gefallen. Ich bin komplett verkehrt. Wo muss ich denn hin? Bin das? Oh, warte. Was habe ich gemacht? Stufe 1 bis 20. Ja, wir werden uns also nur in diesem Gebiet aufhalten. Da muss ich raus. Aha. Genau, danach wird auf jeden Fall weitergemacht. Ja, freut uns auf jeden Fall, dass es dir gefällt. Ich kann mich auch gar nicht mehr so richtig an die letzte Session erinnern, aber ich glaube, da war ist auch wieder ein bisschen was Cooles passiert. Aber naja, wirst ja eh dann sehen. So, du hast noch eine Quest für uns. Du geiler kleiner Nachtelf, du. Ich bin geehrt. Ja, erfrischendes Quellwasser oder danassischer Blauschimmelkäse? Wow, das ist natürlich dann jetzt hier die Frage. 18 Sekunden, 162 Gesundheit wieder her. Stellt 18 Sekunden nach Scheiß auf Mana. Wir haben 221, okay. Seid mir gegrüßt, Krieger. Könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Päckchen Kräuter, das ich in die Stadt Dolana, liefern muss. Aber ich habe noch etwas mit den Druiden des Laubschattentals zu regeln und kann nicht weg. Könnt ihr das Päckchen für mich zustellen? Ich muss den Gastwirt Gelder mir im Gasthaus von Dolana. Ja, du musst nicht jedes Mal die Stadt dahin schreiben. Das liegt an der Straße nach Süden. Oh Gott, Verzeihung. Bringt die Lieferung, ja. Del Nadris. Kann ich dich eigentlich hier Stringbeule? Ja, du hast doch Bock. Schlitz. Hallo? Gibt's einen Grund, warum? Also... Z.
Siegesrausch, Nahkampfreichweite, sofort. Greift das Ziel an, verursacht für maximal Schaden und heilt euch um 30% eurer maximalen Gesundheit. Geil. Kann nur innerhalb von 20 Sekunden nach dem Töten eines Gegners benutzt werden.